Ich frage dich nochmal, Alex, du bist ja bei uns wegen Schulterschmerzen. Genau. Wie lange hast du die Schmerzen schon, Alex? Schon, sage ich, 2 Monate, 1,5 Monate. Und wie hat es angefangen? Ich plötzlich in einem Spiel, ein Ball hat mich getroffen und habe ich stark schmerzlich hinten gespürt. Und, ja. Jawohl, und hast du schon eine Therapie gemacht, Physio oder irgendwelche Massage? Ja, schon ein bisschen Ultraschalltherapie und ja. Elektrotherapie, aber ja, ist schon ein bisschen geholfen, aber immer noch. Jawohl, ich spüre, ja. Also heute probieren wir es mal mit Blutdeckel. Super. Es piekst ein bisschen, aber du bist ja so ein grosser, starker Mann, das haltest du schon aus. So, die Drückpunkte haben wir ja angezeichnet. Druckempfindliche Stellen. Und jetzt probiere ich genau dort den Blutdeckel anzusetzen. So, spürst du schon etwas? Ja, ein bisschen. Ist nicht schlimm, oder? Nein, nein. Licht zu brennen rum. Ja, fast nichts. Ist ganz gut. Kannst du dich leicht so führen lernen? So ist es besser, wie sie die hinten platziert haben. Das ist nicht schön. Nein, nein. Sieht nur so aus. Jetzt haben gerade 2. Das ist schön gerade so zusammen. Ich glaube, das ist ja ziemlich der Punkt, der dir da wehtut, oder? Wie ist es da? Ja, nicht schlecht. Nicht? Da, genau, wo sind die? Ja. Genau. So. Da ist nichts. Wenn du willst, die letzte, dann passt du. Ja. Hier? Ja, genau. Oder da? Da oben ist es. Ja, genau, da im Muskel, genau. Deine Frau muss dir den Verband wechseln, die hei. Ich gebe dir dann Verbandsmaterial mit. Und heute musst du dir Ruhe gönnen. Okay, okay. Kein Stress, kein Training, keine Anstrengungen gemacht heute. Ich habe schon verschoben. Alles. Super. So, jetzt sitzen alle fest. Jetzt müssen wir warten. Okay, super. Alle Blutdeckel sind gesetzt.
Und wir warten jetzt, bis sie satt sind und von allein abfallen. Das kann je nachdem 20 Minuten oder sogar bis 1,5 Stunden gehen.